Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind der Linksfraktion dankbar für Ihren Antrag. Ich möchte noch ein, zwei Punkte anbringen, die hier gänzlich untergegangen zu sein scheinen. Und zwar bei dieser ganzen Diskussion um die duale Ausbildung, diese Peer-Ausbildung, kämen wir dem Ganzen einen Schritt näher, würden diese sich in Ausbildung befindenden Personen on top zum Betreuungsschlüssel gerechnet werden. Und das ist das große Problem. Die werden schon in der Ausbildung, obwohl sie sich noch in der Ausbildung befinden, dem Erziehungsschlüssel zugerechnet. Und das finde ich, also das ist ein ganz falsches Signal. Und dem Fachkräftemangelproblem oder überhaupt dieses Problem der Kindererziehung scheint ein sogenanntes Vorpommern-Problem zu sein. Ich möchte das ganz kurz an einem Beispiel skizzieren. Die Bezuschussung vom Land für eine Ganztagskrippe ist rückläufig. Landesmittel für eine Ganztagskrippe 2016 waren eine Bezuschussung von 190 Euro, 2017 182 Euro und 2018 abgesenkt auf 173 Euro. Das sind also hier ganz klar, ganz kurze Beispiele dafür, dass sich die Landesregierung also im Grunde der Verantwortung entzieht. Ich habe das auch mal ausrechnen lassen, würden zum Beispiel diese duale Ausbildung durch das Land finanziert werden, kämen wir auf Ausbildungskosten, die für das Land in Höhe von 4,2 Millionen. Das trüge zu einer Steigerung der Qualität dabei und bei dem Überschuss, wo wir noch zu einem späteren Tagesordnungspunkt drüber reden werden, fallen 4,2 Millionen nicht ins Gewicht. Vielen Dank.